So, wie ihr seht, da ist mal alles dicht. Momentan ist ja das Thema Wasser und Tacho ja da so ein bisschen im Raum. Ich habe altes Videomaterial gefunden und da kam ich auf die Idee, die eine Leitung, die ich in dem letzten Video geprüft habe, wo die Blinkbox an und für sich zum Tacho gehen sollte, die geht ja bei dem Wasserkanal vorbei. Und da habe ich am 23.11. ziemlich viele Nadeln rausgesaugt und schon mal gereinigt. Ich werde das, glaube ich, heute noch mal ein bisschen feinsäuberlicher machen. Ich habe da auch ein Problem mit dem Wischer, der schlägt mir an die Zierleiste an. Den werden wir auch einstellen. Und dann habe ich zumindest mal wieder ein Video, wo ich ein Erfolgserlebnis habe, wo auch wirklich was passiert. Und ja, das schaut man sich nochmal an. Ich werde euch die Szene von, da habe ich den Lüfter, da wollte ich den Pollenfilter reinigen. Ihr wisst das Video, wo der Lüfter gequietscht hat. Von da stammt einiges des Videomaterials. Und jetzt machen wir das ordentlich. So, liebe Leute, es geht jetzt ans Eingemachte. Wir werden hier diesen Wasserablauf, diese Abdeckung herunternehmen. An und für sich schützt es sehr gut vor großen Blättern, aber man sieht es da drinnen. Hier sind noch immer ein paar Nadeln drinnen. Ich gebe euch ein Video hinein, wie es bei der Lüftung, viele haben dort einen Pollenfilter, ich nicht. Ich blende euch einfach dann ein Video ein. Nun müssen die Wischerarme runter. Bitte vergesst nicht, das Ganze entweder zu markieren oder so wie es bei mir das zumindest schmutzig ist, dass ihr wisst, wie ihr den Wischerarm wieder einstellen müsst. Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Ihr nun diese Wischerarme oder den Wischerarm runtergenommen, die zwei. Dann gehört das da mal ausgehängt. Seht, sonst steht er da an. Und hier aushängen. Ah, da geht's schön. Ich hoffe, da wurde nichts geklebt. Boah, da hat wer Silikon reingeschmiert. Das ist Silikon. Wie dumm. Alter, kann ich das runterschneiden, ne? Schauen wir mal. Hier sind noch diese Schläuche, die gehen dann runter. Sind da aufmachen. Ja. Da drüben muss man sie ankleben, den Scheiß. Wahrscheinlich ist da Wasser in die Lüftung gelaufen, darum hat das irgendwie gedacht, hey, ich bin schlau und ich klebe das mal da an, ne? Ja, das löst sich auf jeden Fall schon. Schau mal. So gut. Da diese Leiste nicht leicht runtergeht und ich da sowieso angestanden bin, musste jetzt einmal der Deckel runter, damit ich da ein paar Zentimeter gewinne. Man sieht schon, hier ist ganz schön viel Schmodder drinnen. Das werden wir jetzt mal reinigen und dann prüfen wir das Kabel. Drübere Seite, weiß ich nicht, wie es zusammenschneidet, aber schau mal. Drübere Seite auf jeden Fall, die hat extrem ausgesehen. Hat wahrscheinlich die nächste Maus gewohnt. Na, Schmäh. Ja. So, wie ihr seht, da ist mal alles dicht. Und das wird auch der Grund gewesen sein. Wahrscheinlich ist es da ab und zu nass geworden. Und darum haben die da das zugeschmiert, anstatt dass sie da schauen, ob da was übergeht. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr das Ausblasen versucht, das abdecken und halt auf jeden Fall auf Umluft stellen, damit nicht der ganze Dreck hineinwandert in den Innenraum oder ins Gebläse. So, wir nehmen wieder unseren handelsüblichen Staubsauger, saugen mal das Gröbste weg. Den Rest kann man ja dann mit Hochdruck wegblasen. So, dann noch ein kleiner Tipp. Legt euch auf den Kotflügel immer irgendwas Weiches, damit ihr euch mit der Jeans, mit den Knöpfen oder mit der Jacke nicht den Lack zerkratzt und vor allem auch nicht mit dem Schlauch vom Staubsauger. Jo, gut. Da am besten dann zumachen, wenn es irgendwie ganz schmutzig wird. Und jetzt arbeiten wir uns dann noch rüber. Das ist so fest. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Das ist wie zugekleistert, wie wenn da gefroren. Das müssen wir zuerst einmal aufstochern. Hier unten ist auch ein Ablauf.
Der war ganz zu. Und hier war so viel sogar angefrorener Dreck. Und wir haben ja da das Kabel verfolgt. Das kommt von da rüber, von der Blinkbox. Geht da hinein. Hier war es leicht gequetscht. Schauen wir mal. Und wenn man da runter schaut, sieht man, dass es Richtung Innenraum geht. Die Kabel laufen hier vorbei. Und ich sage mal, wenn da was übergeht und nicht dicht ist, dann kann da auch eben Wasser eintreten. Hier ist alles innen schön trocken, aber wer weiß, was unter dem Kasten alles so passiert ist. Schauen wir mal. Ich schaue mal wieder im Innenraum, ob da irgendwo feuchte Stellen sind. So gut, bevor wir wieder diesen Spaß ausblasen, Deckel drauf, alle Schotten dicht machen. Sonst habt ihr die Tannennadel und den Schmutz, alles im Sicherungskasten. So, wir werden das da jetzt ein bisschen rauswischen, reinigen und die Dichtung mit dem Silikonspray einlassen, dass das ein bisschen geschmeidig bleibt. Und ja, dann werden wir sich nachher diesen Kabelstrang anschauen. Dann wird es wahrscheinlich einen zweiten Teil geben, weil es einfach sonst zu viel wird, das Video. So sieht es früher oder später aus, wenn man ein bisschen Liebe reinsteckt. Ich weiß, schöner geht immer, aber ich sage mal, ich bin da schon sehr zufrieden, wie sauber das mittlerweile ist. Und da kann jetzt auch sicher schön das Wasser ablaufen. Hier habe ich noch das Silikon entfernt. Sollte es irgendwie zu Problemen kommen und nicht halten, kann ich ja wieder eins reinschmieren. Ja, aber ich weiß nicht, warum man das macht. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn man das vernünftig reinigt, dann hat das auch wieder Halt. Und ich sag mal, das dichtet schon gut ab, dann, ja, das sollte reichen. Bisschen eine Dichtlippe, du hast eine Kante oben, ist hier eine Kante, und das drüber geht, Wasserablauf, da sollte normal nichts passieren. Wie gesagt, andere haben an dieser Stelle den Pollenfilter. Den Adapter bin ich am überlegen, ob ich nicht bestelle. Weil, wenn da irgendwie Nadeln oder man hat dann alles im Innenraum, den ganzen Schmutz und Staub und, das taugt mir eigentlich nicht. Ja. Wurde nun auch diese Rinne gereinigt und mit Kunststoffpflege versorgt. Wie neu. So, jetzt sind wir ungefähr da bei dem Schmutz. Noch ein Stück runter. Und das probieren wir jetzt mal. Wie gesagt, wir brauchen einen 13er Schlüssel. Ich werde das Ganze jetzt mal testen. Ihr könnt dabei zuschauen. Geht sich an und fühlt sich schön aus, man sieht es hier im Schmutz. Könnte noch weit darüber gehen, aber ich werde das so lassen. Wie gesagt, auch hier immer nachkontrollieren auf der unteren Seite, ob ihr da irgendwo dagegen stößt, sonst macht ihr euch da irgendwas kaputt. Das wäre nicht notwendig. Immer schauen, ob sich das ausgeht. Beim Festziehen den Wischerarm festhalten, ja, dass er sich halt nicht wieder verstellt. Und dann nochmal nachprüfen, wo er wischt und wie weit. Ich befasse mich jetzt noch mit meinem Kabelstrang aus dem anderen Video von Punkto Drehzahlmesser und Blinkbox. Ich zeige es kurz. Er geht nämlich genau in dieser Rinne weiter. Und schauen wir mal, was ich zusammenbringe.